Kollege Dr. Thomas Feist für die CDU-CSU. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Antrag der Linken zur Novellierung des Berufsbildungsgesetzes, ich möchte ihn mal aus drei Facetten betrachten, Frau Hein. Zum einen die Notwendigkeit dieses Antrages. Sie schreiben ganz am Anfang über die angespannte Situation auf dem Ausbildungsmarkt. Nur leider hat das nichts zu tun mit der Realität. Denn sowohl das Bundesinstitut für berufliche Bildung als auch die Arbeitsagentur sagt etwas völlig anderes, dass die Lage nämlich entspannter ist. Das Zweite zur Notwendigkeit ist, wir haben mit diesem Berufsbildungsgesetz in Deutschland eine Jugendarbeitslosigkeit von knapp über 5%. Im europäischen Durchschnitt sind das 23%. Jetzt ein gutes Gesetz verschlimmbessern zu wollen mit Ihren Angaben, halte ich für nicht notwendig. Verschlimmbessern. Ja, doch, ich bleibe mal dabei. Das Zweite ist die Frage der Form, wie Ihr Antrag gestaltet ist. Nun ist es so, dass Sie den Berufsbildungsbericht nehmen und darauf aufbauend Ihre Argumentationsketten entwickeln. Dann kommt dann noch ein bisschen das hohe Lied über Gewerkschaftspapiere. Das sei Ihnen vergeben, das ist ja auch in Ordnung. Am Schluss ist es allerdings so, dass Sie die Evaluation, die nun vom selben Ministerium vorgenommen wird, was auch für den Berufsbildungsbericht zuständig ist, völlig als Fehl am Platze einschätzen. Und da muss man sich doch schon mal überlegen, ob man nun die Quellen, die man benutzt, ob die nun seriös sind oder nicht, beides zusammen in einem Antrag, das geht nicht. Nein, das geht generell nicht. Man muss schon ein bisschen stringent auch sein. Unter Ihrem Antrag Berufsbildungsgesetz novellieren haben Sie eigentlich so alles zusammengefasst, was irgendwie mit Berufsbildung zu tun hat. Und das ist ja auch Ihr gutes Recht, das können Sie gerne machen. Nur einige Fehler sind drin, einige gravierende Fehler. Sie reden zum Beispiel über die Berufseinstiegsbegleiter, dass das nicht nachhaltig ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für junge Leute, die besonderen Förderbedarf haben, ist das eine tolle und eine nachhaltige Sache. Und das ist so festgelegt, dass eine gesetzliche Leistung, die im Sozialgesetzbuch mit verankert ist, und deswegen ist das auch kein Projekt, ebenso auch wie die assistierte Ausbildung. Die assistierte Ausbildung ist im Sozialgesetz niedergelegt und ist kein Projekt, wie Sie das im Antrag beschreiben. Das ist leider völlig falsch. Ich komme noch zu ein paar Punkten, was den Inhalt betrifft. Nun kann man sagen, einige Forderungen, die Sie drin haben, sind ganz vernünftig, zumindest im Sinne der Auszubildenden. Sie haben die Mindestausbildungsvergütung angesprochen. Nun gibt es ja das Instrument der Bundesausbildungsbeihilfe. Das heißt, jemand, der nicht bei seinen Eltern wohnt und wenig Lehrlingsgeld bekommt, kann natürlich dann auch aufgestockt kriegen, dass er sich eine eigene Wohnung leisten kann. Das sind auch gesetzlich festgeschriebene Leistungen. Ein interessanter Schachzug wäre gewesen. Und eigentlich hätte ich da auf Ihren Vorschlag gewartet, dass man sagt, wir haben das BAföG beim BMBF und wir sollten das für die Azubis auch im BMBF regeln. Das wäre doch etwas Sinnvolles. Weil bis jetzt ist es so, dass Sie Forderungen stellen, die zwar gelöst werden können, aber eben nicht von diesem Ministerium. Ein zweites ist die Lernmittelfreiheit. Das ist eine ganz tolle Sache für junge Leute. Bin ich auch dafür. Nur, was wollen wir denn hier im Bund beschließen, was die Länder dann umsetzen müssen? Also diese Stringenz ergibt sich nicht. Und das sind einige andere Sachen mehr, die da drin sind. Im Übrigen finden sich da auch solche Karteileichen mit drin, wie die Ausbildungsplatzabgabe. Nun, Frau Hein, es ist so, als das erste Mal über das Berufsbildungsgesetz, als es novelliert wurde, darüber gesprochen wurde, es war vor 41 Jahren, 1976, da saßen Sie noch nicht hier und da saß auch diese Fraktion noch nicht da, da stand das auch schon da und ist damals auch schon abgelehnt worden. Unsere Meinung ist folgende. Wir werden ein gutes Gesetz, was wir haben, nicht durch Aufblähen bürokratischer, unhandhabbarer, für die Unternehmen, die ausbildungswillig sind, verschlimmbessern. Und deswegen werden wir Ihren Antrag ablehnen. Nächste Rednerin ist die